kennt sie jeder. Wir fahren nach Berlin. Das habe ich übrigens bei jeder Voice-Nachricht bekommen. Ja. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ständig, voll ja, kindisch. Als, ja. Nein, kindisch nicht. Wir sind halt vom Dorf. Seine Großstadt. Angekommen. Ich wollte euch noch ganz kurz unsere erste Unterkunft zeigen. Es ist total urig hier, super gemütlich. Es ist alles sehr, sehr sauber. Es duftet unheimlich gut. Und ja, es ist halt ein bisschen rustikal eingerichtet, aber das macht uns jetzt hier gar nichts aus. Denn ja, es ist einfach nur wichtig, dass es sauber ist und dass wir uns wohlfühlen. Und ja, dem ist hier quasi damit getan. Also ich bin sehr zufrieden mit unserer Unterkunft. Ich zeige euch noch kurz das Bad. Das sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt selbst noch gar nicht so richtig geschaut. Aber wie gesagt, es ist halt total sauber und das ist halt für uns was zählt. Wir sind ja eigentlich den ganzen Tag unterwegs und deshalb, ja, brauchen wir jetzt nicht ein 5-Sterne-Luxushotel. Okay, also wir erkunden jetzt hier mal die Umgebung und ich sag mal bis später. Da, wir haben es geschafft. Juhu, Kinder! Wahnsinn! Boah, es ist riesig! Ach du meine Güte! Boah, es ist groß! Hilfe! Ja, meine Lieben, ich habe euch jetzt noch ein paar Eindrücke eingefangen vom Tropical Islands. Meine Kinder haben sich das total gewünscht, mal hierher zu kommen. Wir haben es ihnen geschenkt. Es war quasi ihr Ostergeschenk. Wir sind sehr, sehr viel im Schwimmbad. Ihr wisst ja, meine Kinder sind absolute Wasserratten. Und naja, meine Kinder haben sich ein bisschen mehr Wasser erhofft. Es ist ein Wahnsinns-Schwimmbad, das muss man schon zugeben, hat aber auch einen stolzen Preis. Wir haben das Beste draus gemacht. Wir hatten einen wunderschönen Tag und jetzt seht ihr gleich noch ein paar Eindrücke. Why I fight it, I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue, my darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit. And they're stinging, but I'm singing like a fool, 'cause you're as sweet as a banana split. You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in the slushy tray. And won't touch you and I will never leave, 'cause I believe I can't get away. You know that I never knew that you are crazy glue, darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Oh, all of me, hand in hand. Mit so viel Liebe wurde für uns Frühstück vorbereitet. Wir freuen uns. Had a choice. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Hier ist Alessandro. Und nach einem ausgiebigen Frühstück, ihr habt es ja gerade schon gesehen, geht es für uns nach Berlin. Wir sind schon total aufgeregt. Wir fahren ja nicht so oft Zug, ne? Also wir haben jetzt auch ja, über eine halbe Stunde, glaube ich, gebraucht, um die Tickets zu lösen. Wir halt vom Dorf, ne? Und ja, wir sind schon ganz gespannt, was uns erwartet. Wir nehmen euch natürlich wieder mit. Wir haben auch unsere Bella dabei. Ich zeige sie euch mal. Bella ist ja noch nie Zug gefahren. Bella! Bella! Hallo Bella! Bella hat ein bisschen Angst. Also, wir melden uns dann aus Berlin. Tschüss! Wir haben das KDW gefunden. Wahnsinn! Applaus! Yummy, yummy! Lecker! Wo sind wir? Hier können wir auch noch. Hier sind wir.
Juhu, wir haben Hunger vom Rumlaufen. Yeah, wir sind am Alexanderplatz angekommen. Ich sag's euch, ich bin fix und fertig. Mir ist hier einfach zu viel los, aber es ist total lustig. Hier hinten seht ihr, was hier los ist. Ta-da-da-da. Und die Sonne scheint. So, wir gehen jetzt weiter. You are crazy glue, my darling. Mal kurz bei euch. Wir sind gerade am Alex und ich habe eine kurze Pause eingelegt, denn meine Männer sind da reingegangen. Und das war leider nichts für mich, also ich weigere mich da reinzugehen. Ich habe ein bisschen Angst, ich gebe es zu. Und außerdem muss auch noch jemand auf unsere Bälle aufpassen, aber ich melde mich auf jeden Fall später nochmal bei euch. Yeah, genau jetzt, super. Nächste Station. Ludwigsfelde. Genau. Habt ihr gehört? Super. Bella ist total kaputt von Berlin. Bella. Bist du so viel gelaufen in Berlin? Oh, die ist total kaputt. Die Arme. So, meine Lieben, wir fahren jetzt zurück zu unserer Unterkunft. Es ist 8 Uhr. Wir sind total kaputt. Uns qualmen die Füße. Wir haben wahnsinnig viel gesehen in Berlin. Es war total schön. Und ja, jetzt genau, wenn ich die Kamera anmache. Nächste Station. Genau, ihr hört's. Luckenwalde. Genau, da müssen wir raus. Und ich würde sagen, bis später oder ja, bis morgen. Ciao. Willkommen zu Grand Theft Auto 5. Und guten Morgen. Zweiter Tag. Mal schauen, was uns heute erwartet in Berlin. Hallo, Lassie. Und schau mal das Schäfchen, wie süß. So, wir sind schon ganz gespannt, was heute so wird. Guten Morgen, meine Lieben, da sind wir wieder. Ich habe es euch ja gerade abgefilmt. Wir haben lecker gefrühstückt, haben ausgecheckt und sind auf dem Weg in unsere zweite Unterkunft. An Fahrzeit war es circa ja, etwas über eine Stunde, glaube ich. Und jetzt haben wir uns gerade verirrt. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil wir sehen hier einiges und das ist total lustig. Also ja, diese Stadt hat es wirklich in sich. Ich bin jetzt gespannt, was uns heute noch so erwartet. Wir nehmen euch wieder mit und ja, wir sind alle total gut gelaunt, glaube ich. Bis auf meinen Mann, weil der findet den Weg nicht. Aber nein, kleiner Scherz, ist natürlich nur ein Spaß. Ja, jetzt schauen wir einfach mal, was heute noch so los ist. Bis dann, tschüss! Oh mein Gott, wir sind in Berlin. Ich krieg die Krise. Abi. So geht's da. Das war mein Mann. Nicht. Okay, da war gerade jemand, der hat die Leute an der Ampel unterhalten. Also der hat sie auf die Straße gestellt, es war rot und er hat halt getanzt. Also ich finde es nicht schlecht. Das könnten wir bei uns im Ort auch mal einführen. Das ist bestimmt voll der Hingucker. Also ich finde Berlin genial. So, wir haben es geschafft, wir haben es gefunden. Hier ist es, die Nummer 8 in der Borsigstraße. Es ist total ruhig hier, also es ist so eine Seitenstraße. Und wir sind jetzt total gespannt, wie es oben aussieht. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Und oh mein Gott, hoffentlich ist es was Gescheites. Also bis gleich. Überforderung, wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Heieiei, keine Ahnung. Wir suchen gerade unseren Eingang. Mal schauen, ob es meine Mäuse finden. Hier? Nein, auch nicht? Okay, noch eins hoch. Hilfe, hier müssen wir alles hochschleppen. Oh mein Gott. So, wir laufen wieder runter. Wir finden es nicht. Oh Mann, Hilfe. Wo müssen wir hin? Ich wollte euch noch ganz kurz unsere Unterkunft zeigen. Und zwar ist es total schön hier, also uns gefällt es. Das ist halt so ein typischer Altbau. Wir haben jetzt hier eine Küche mit dabei, einen Essplatz und ja, so eine Art Wohnzimmer. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Das ist jetzt ja für 3 Personen. Bettbezüge und Handtücher haben wir selbst mitgebracht, weil das pro Person 10 Euro gekostet hätte. Ja, da habe ich mir gedacht, das Geld investiere ich dann woanders. Und deshalb haben wir unsere eigene Bettwäsche mit dabei. Und hier wäre dann das andere Kinderzimmer.
Zimmer gewesen. Genau, hier können dann auch zwei Personen schlafen. Und hier wäre dann das Bad. Also uns gefällt es hier total gut. Wir fühlen uns wie Berliner. Wir haben eine Berliner Wohnung ergattert. Voll cool. Preisgünstig, denn wenn wir quasi in einem Hotel schlafen, ist es halt super teuer. Und deshalb haben wir uns für die günstigere Version entschieden. Wir sind mitten in Berlin. Cool. Summer's day in Shepherdstown, an eagle in a thermal is a circling round like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little. So, da stehe ich jetzt an den Überresten der Berliner Mauer. Hier ist sie hinter mir. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also diese Geschichte hier fasziniert uns natürlich total. Wir kennen sie aus der Schule, klar, logisch, und wir wissen, was da los war. Aber ich muss sagen, meine Jungs sind auch total interessiert und es ist doch ganz, ganz spannend und nochmal ganz anders, wenn man wirklich hier steht. Also ich bin ganz, ganz froh, dass wir hierher gekommen sind und uns das jetzt hier auch nochmal genauer angeschaut haben. Und ich würde mal sagen, bis später, wir gucken jetzt einfach mal weiter. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin. Ja, wir sind am Brandenburger Tor. Wir sind voll die Touris, ey. Seht ihr es? Da ist es, das Brandenburger Tor. In echt noch viel, viel schöner. Wir haben eine kurze Pause eingelegt. Wir sind gerade im Hans im Glück und oh mein Gott, ich bin total begeistert. Ich wollte hier schon immer mal reingehen. Ich habe das nämlich immer auf Instagram gesehen. In München gibt es da auch einen und ich wollte schon immer mal hier rein. Ja, jetzt bin ich in Berlin, total cool. Willst du mein Video? Ja, ich will unbedingt mit. Willst du mein Video? Hallo. Sag einfach Hallo. Hallo, schöne Grüße aus Berlin, aus dem Hans im Glück. Das ist der Chef. Nein, schön wär's. Würde ich jetzt vieles anders machen. Also, schöne Grüße. Danke. So, meine Lieben, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Der junge Mann hat mich durcheinander gebracht. Okay, also wir essen jetzt was. Ich bin glücklich, hier zu sein. Und jetzt geht's dann danach auf jeden Fall weiter. Ich bin total durcheinander. Bis gleich. In Shepherdstown, an eagle in a thermal is a circle now, like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin. So, ich melde mich nochmal zurück. Wir sind jetzt gerade wieder beim Alex. Bei den Körperwelten sozusagen. Meine Kinder kennen jetzt diese Stelle hier, weil sie Fahrrad fahren. Da fährt jetzt gerade Alessandro vorbei. Da ist er. Die haben jetzt gerade noch ein bisschen Spaß. Eigentlich wollten sie hoch zum Fernsehturm, aber da ist so eine enorme Schlange und da möchten sie sich jetzt nicht anstellen. Wir haben es nämlich jetzt auch schon 6:30 abends und wir sind jetzt echt total kaputt. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch machen, aber ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich wollte mich nur noch mal ganz kurz melden und ich sag mal bis später. Und ich friere total. Die Sonne scheint jetzt zwar gerade ein bisschen, aber es ist so kalt. Oh mein Gott, es ist total kalt. Also bis später. So, und weil die Mama heute so lieb war, geht sie jetzt hier rein. Ta-ta-ta-ta, zum Rossmann. Wir haben nämlich keinen Rossmann bei uns in der Nähe und deshalb gehen wir jetzt zum Rossmann. Bis gleich. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. Oh no, take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. At her. They say your head is in the clouds and when you come back to earth, the men in the white coats, they will all be waiting for you. But Katie knew that there was something they didn't see and she climbed up to the top of the sycamore trees. Guten Morgen, Tag 4 in Berlin. Wir sind jetzt gerade wieder am Alex
Und ich warte auf eine ganz bestimmte Person. Ich freue mich jetzt schon. Ihr werdet sie gleich sehen. Und ja, ich sehe total fertig aus. Bin ich auch, ehrlich gesagt. Ich hoffe, sie erkennt mich. Und ich sag mal, bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Und schaut mal, wen ich dabei habe. Hallo. Ta-ta-ta-ta. Ihr kennt sie alle. Ihr kennt ja. sie. Ich habe extra nichts verraten. Und ja, ich bin jetzt ganz gespannt, was Melli für mich vorbereitet hat. Sie will mich jetzt irgendwo hinführen. Ja, wir fahren nach Friedrichshain. Das ist eigentlich mein Kiez und da ist es immer ganz schön und lebendig und viele Leute und das. Ich bin gespannt. Also es wird schön. Sie nimmt mich jetzt an die Hand, weil ich bin total überfordert, aber wir das wird cool. schon. Yeah. Und ich hoffe, ich komme irgendwie gesund wieder heim. Aber klar. Sie hat mein Leben in der Hand. Genau. Die Heidi in der Großstadt. Kleine Heidi in der Großstadt. So ist die ganze Zeit mein Hashtag auf Instagram. Genau. Okay, also bis später. Schaut, was es schon wieder macht. Filmen. Freizeit hier. So, ich glaube, wir sind jetzt angekommen. Ja. Also, ich habe immer noch Angst, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, oder? Nein, hier kann dir nichts passieren, Heidi. Hier ist alles schön. Berlin. Ihr kennt sie jeder. Wir fahren nach Berlin. Das habe ich übrigens bei jeder Voice-Nachricht bekommen. Ja. Berlin, wir fahren nach Berlin. Ständig, voll kindisch. Nein, kindisch nicht. Wir sind halt vom Dorf. Das ist eine Großstadt. Also da vorne ist der Cupcake-Laden und hier Papaya, da. Okay. Papaya ist mein Lieblingsrestaurant. Und daneben ist direkt Pappdings und ansonsten geradezu ist auch noch das mit den Waffeln. Wir werden schon finden. Bis gleich. So, jetzt. Da bin ich nochmal. So, wir haben uns jetzt entschieden, Waffeln zu essen. Und zwar heißt es hier Waffeleisen. Ich zeige es euch mal eben kurz da oben. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Auf jeden Fall hat Melli schon ihre leckere Waffel bekommen und schlemmt schon. Yummy, yummy, yummy. Ist der Hammer. Oh, ist Wahnsinn. Ich traue mich jetzt gar nicht, meine Waffel zu essen, weil die so schön aussieht. Die ist total unglaublich und sieht so lecker aus. Und ich glaube, ich esse heute nichts mehr. Seht ihr sie? Da ist sie. Oh mein Gott, ich glaube, ich zeige euch die jetzt nochmal von Nahem und dann lassen wir es uns schmecken. Stimmt's, Melli? Mhm. Nom, 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 nom. Lecker. Lecker. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Mellow Park angekommen. So heißt es hier, ne? Ja, guck mal, wir können uns ja mal drehen. Guck mal da. Warte, warte, warte. Da. Kann man es lesen? Da. Jetzt. Mellow Park. Yeah. Yeah. Hier sind wir jetzt angekommen, weil meine Mäuse nämlich Scooter und Skateboard und überhaupt fahren wollen. Und die Melli hat mir hier den Tipp gegeben, herzukommen. Bin ich total froh. Danke, Melli. Ich vor allem. Ja. Ich habe meinen Schwager gefragt, du kannst was empfehlen? Mellow Park. Jo. Und meine Kinder das im Internet ausgecheckt. Und ja, Mama, da wollen wir hin. Da wollten sie eigentlich schon am ersten Tag hin. Ich bin ehrlich. Aber ich habe sie dazu gedrängt, alles Mögliche, Touristenmäßige in Berlin anzuschauen. Und wir sind jetzt hier angekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Melli noch hier bei uns bleibt. Sie hat auch ihren Mann dabei und die süße kleine Frieda. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Ich werde sie ja mitnehmen. Melli weiß noch nichts davon. Komm, sei nicht so. Aber nur für eine Nacht. Also aber jetzt kennen wir uns doch. Für eine Nacht. Nein. Holst du sie dann ab? Sie hat uns auch eines ihrer anderen Kinder versprochen. Ja, sie kann den Max dann gerne mitnehmen. Und einen, dann diesen Pflegeleichter. Einen? Irgendein Pflegeleichten. Der Max ist aber pflegeleicht. Ja, der hat schon eigentlich auch Manieren. Oh, da kommt der Mann. Der Hottie kommt. So, jetzt der ist der Hottie. Da ist er. Das ist doof, ey. Oh. Tauch mal wieder ab. Du musst aber richtig in die Knie gehen, ne, um dich hinter uns zu verstecken. Das müssen wir kurz aufklären. Und zwar hatte Melli unter einem Bild dieses mal, so Kommentar. Jetzt, ihr seid ja wo klein. Ist er denn? Ja, und da habe ich sie drauf angesprochen. Genau, da hat nämlich drunter jemand geschrieben, Mensch, Markus ist ja ein Hottie. Ja, und derjenigen muss ich wirklich recht geben. Ich habe ihn mir noch nicht so genau angeguckt, ich traue mich gar nicht. Bevor ich dann Mellis Fingernägel in meinem Gesicht habe. Nein, ich teile ja gern so sehr. Nein, das passt schon. Okay, meine Lieben, also das war es jetzt erstmal von uns. Ich kriege Markus mal Anschriften, sagt er gerade. Wenn ihr... Wie ist die Adresse? Genau, Postfach hier. Zuschriften bitte. Nein. Unter dem Betreff Hottie gesucht. Komm, sag noch was. Markus, Hottie. Markus. Okay, meine Lieben, also, wir bleiben jetzt noch eine Weile hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich noch mal bei euch melde. Ich möchte ja auch nicht, dass das Video zu lange wird. Mal schauen. Frieda ist alleine auf der Rutsche, okay. Also, wir kümmern uns jetzt mal um unsere Mäuse und ich sag mal tschüss. Tschüss. Tschüss, Melli.
Ja, also die Melli kennt ihr ja alle. Ich glaube, ich muss es nicht dazu sagen. Ich schreibe aber ihren Kanal auf jeden Fall nochmal unten in die Infobox. Das ist sehr lieb. Oh ja. Aber ich glaube, das ist nicht nötig. Sie hat ganz tolle, lange Haare. Ja. Und ich muss zum Friseur. Ja. Okay, meine Lieben. Also, tschüss. Kilometer vor uns und ja, es war schön in Berlin. Wir haben viel gesehen, aber jetzt freuen wir uns natürlich auf zu Hause und ja, die Fahrt ist ein bisschen nervig, aber das werden wir jetzt überstehen und ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!